Long, long ago, two gray gods crawled through a rift into this world and found it warm, lush, and unclaimed. It lacked only worshippers. So these gods, the Famhir, gifted apes with thought, shaping them into a clever, violent race, humanity. Great civilizations soon spread across the world, bloodthirsty, cruel, and strong in magic. Then the Famhir turned their greedy eyes on Arboria and Canestia, the homes of the elves and dwarfs, who until then had hardly noticed the thinking apes or their gods. Thus began the All War. As the elves and dwarves banded together to defeat the Famhir and their human armies. But the Famhir were unkillable. All that could be done was drive them back through the rift. And even this cost the old races. All their gods and heroes died closing it. Worse, the Famhir never stopped clawing at it from the void, rending the very fabric of the world. So, a song spell was made that would forever knit up the rift. And as punishment for their part in the war, a human king's daughter was enchanted so she might sing the song without food or rest for eternity. A thousand years on, and the maiden is forgotten. But the whispers of the Famhir still invade the dreams of the ambitious, promising power and crimson glory. Three times have evil men heeded that siren call and sought the rift. And three times have they been defeated by ragtag and unproven heroes. Today the whispers wake a new evil, more devious than those that came before. Who this time will stand against it? What heroes this time will rise? Und damit herzlich willkommen bei The Bard's Tale 4, The Barrow's Deep. Ja, deswegen haben sie es auch schon dreimal besiegt, weil ist ja schon der vierte Teil. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil. Einer von denen, der hat mich so richtig gefesselt. Das ist aber auch schon wieder ewig her. Es waren die 80er, 90er. Ja, ja. Und deswegen hatte ich Bock, mir diesen Teil hier auch anzuschauen. Wir sagen mal, neues Spiel. Schau mal. Bestätigen. Das Ganze ist ein Singleplayer-Rollenspiel. The song I sing will tell the tale of a cold and wintry day, of castle walls and torchlit halls, and a price men had to pay. When evil fled and brave men bled, the Dark One came to stay. Till men of old, for blood and gold, had rescued Scarabray. Es ist zwar ein Singlespiel, aber man spielt in einer Gruppe. Früher war es so, dass man sich alle selbst erstellen konnte. Das dürfte jetzt in dem Teil anders sein, nach allem, was ich bereits gelesen habe. Das Spiel ist jetzt über 5 Jahre, glaube ich, entstanden oder 3 Jahre. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, 3 Jahre waren es. Es spielt also, die Engine ist die Unreal 4 Engine. Und ja, jetzt schauen wir es uns einfach mal rein. Ich werde The Bard's Tale sicher nicht bis zum Ende auf YouTube zocken. Aber ich wollte mir es zumindest anschauen, weil mir hat das Spiel damals auch recht gut gefallen. Ready? Not hardly. Hang it! Take it for them! Us! Children!
shall the sword father smite all who befriend the old races. Hail, Henrid! Das Spiel ist mit Untertiteln auf Deutsch übersetzt und die Oberfläche ist auch auf Deutsch übersetzt. Wir werden aber sehen, dass es nicht hundertprozentig ist. So, redet mit Rabbi haben wir da stehen. Da haben wir den Galgen, wo sie es gerade gehängt haben. My poor boy. What did he do? What did he do that was so wrong? Ja, werden wir vielleicht noch rausfinden. Da hinten ist der Rabbi. Wir haben oben auch die Minimap. Da. Oh, that's a bad business. And no mistake. I don't understand. What did they do? Das frage ich mich auch. Their crime. Existing was their crime. The Fatherites don't like our kind. Warum? Come on. Before those paladins give us a second glance. I'll give them a second glance. And maybe a... Oh, here now. Save it. You'll only get yourself killed. And we need you. You're gonna save Skara Brae. Natürlich werde ich Skara Brae retten. Ah, you're looking at me like you think old Robbie's had a few too many. Well, maybe I have. But this is no drunkard's fancy. You've been in my dreams 7 nights now, and each one with the same end. You the hero, and me lost. Okay. They all start with some evil slithering out of the darkness, and you driving it back from whence it came. But I don't make it to the happy ever after. And there's a moment right at the end where you could save me. And instead, you choose not to. You just turn away and leave me to be buried alive. Also davon träumt er 7 Mal und trotzdem quatscht er noch mit mir, okay. Well, maybe that means I shouldn't trust you. But you're the best hope we've got. So I guess I'll just have to pray that part's not true. Also vielleicht sollte man am Ende dann doch retten. Oder es geht halt nicht anders. Anyway, hero. Let's get back to the Adventurers Guild. I have a few words to say to the congregation. Okay, dann gehen wir zur Gilde der Abenteurer. This way. Rabbi, der Anführer der Gilde der Abenteurer, hat sich für eine Weile eurer Gruppe angeschlossen. Im Kampf schlägt er mit seiner Axt und einem Schillelack zu. Außerdem verteilt er Heiltränke an seine Verbündeten. Okay. Das ist Melody, die Bardin. Sie ist eure allererste Abenteurerin. Ihr könnt sie später durch eine eigene Spielfigur ersetzen, wenn ihr wollt. Sie kann mit einem Beil angreifen, erhält Kräfte, wenn sie betrunken ist und schützt mit Melody zur Zuflucht ihre Verbündeten. Das ist zum Beispiel schon mal ein Unterschied. Früher hat man sich seine Charaktere eigentlich gleich erstellt. Jetzt habe ich diese zwei quasi schon mal vorgegeben. Schlag, Fluchtnoten. Und Move, okay. Mit Rechtsklick kann man das ein- und ausblenden. So, dann schauen wir uns erst einmal um. No entry. Henry's orders. Da unten ist einmal irgendwas, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Er hat gesagt, no entry, okay. No entry. Ja, ja, ich habe schon gehört. Turn around. Streets closed. Da kommen wir nirgends durch. Und da kommen wir auch nirgends durch. Ha? I helped a dwarf once. He needed directions. Do you think they'll pinch me for it? Well, I wouldn't mention it to anyone else, eh? Okay. Also nur weil er einem Zwerg erklärt, okay. You can't swing a cat in Scarabray these days without hitting a paladin. Not that I'm prone to swinging cats. Ja, ich werfe auch ständig mit Katzen um mich. So. Hoxton's Markt, okay. Da hinten war das Ding, was man von oben anzeigt hat, gell?
Da kommen wir jetzt wieder nicht hin. Vielleicht kommen wir nachher hin. Schauen wir uns trotzdem mal ein bisschen um. Garantiert kein Katzenfleisch. Mhm. Water from the lake from which the blessed Lady Rose. Aha. Wert Elfen abschreckt jeden Zwerg. Okay. What a load of shite. There's a few who'll take advantage of hard times. Ja, ja. Da kommen wir nicht rein. Was haben wir da? Zucker, alles nehmen. Da haben wir nix. Okay. Da können wir aber offensichtlich eh nicht reinfallen. Henry's orders. Okay. Mann, 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 Mann. Kommen wir irgendwie da hinten durch? Da kann man nicht durchgehen. This is where I always set up. Nee, an dem kommen wir nicht vorbei. You're blocking the public way. You'll have to move. Das heißt, da nach hinten komme ich einfach gerade nicht. Okay. Da hinten ist einer mit dem Maridenkörnern. Heiße Suppe. Aha. Come here for soup, have you? Well, soup is not an adequate description for what Erfüllung, Freude, die zarte Umarmung einer Mutter. Aha. The tender embrace of your mother's arms. This is not just soup. It is a revelation. A liquid epiphany. Heaven by the spoonful. There is no question that this soup is good enough for you. The question you have to ask yourself is, am I good enough for this soup? Natürlich. No. On consideration, you are not good enough for this soup. Er brüllt nach Suppe, aber dann gibt er uns keine. Na gut, wenn du meinst. Darunter müssen wir wahrscheinlich weiter. Ich möchte aber noch umschauen. Rotkohl. Was haben wir hier? Ein Zwiebel und Pilze. Holz. More murder. I should. There's nothing to be gained fighting the Fatherites head on. There's another way. At least, I hope there is. Report all witches. Metallreste. All heroes. Scorn down the adventurer and the so-called. Beachtet den Abenteurer. The fair folk are not thy friends. Nothing. Venture not into Scarabray below. Only evil dwells there. Laugh not at trial. That is how they take thy soul. Purchase not from a dwarf. Thou whilst never stop paying. Mhm. Block thy ears to the bard. Er singt eure Seele fort. Thy soul away. Mhm. Song is seduction. Dance is depravity. Mhm. Rhyme is ruin. Story is sedition. Dementsprechend dürfte die Abenteurer-Gilde wahrscheinlich nicht sehr gut angesehen sein hier. Noch mehr Schrott. Was sind wir da? Getreide, verdorbene Nahrung. Okay. Zwei Gold.
Münzen, würde ich sagen, sowas in die Richtung. Okay. Karotten? Was ist das? Seil anbringen. Da brauche ich einen Grappling Hook. Okay, haben wir keinen, glaube ich. Was haben wir hier? Nochmal 5 Getreide. Noch? Später. Okay. Holz nehmen wir auch. Only evil dwells there. Laugh not at Trow. That is how okay, da kommen Jungs rein. Ja, nee, klar. Ein Bade stiehlt die Seele. Blitzer. Also es lohnt sich hier umzusehen. Much for you, eh? Got a weak stomach? You better get used to it. All a Scarabrail bun before these priests are through. Mhm. Ich glaube auch, diese Priester sind nicht gerade das Beste für euch. Oder für Scarabrail. Da hat man Bettler quasi. Rotkohl. Help me, please. Wobei? I've known some good trout, but not many. Adventurers saved this town. Round them up. That's what I say. I've known elves, dwarves, and trout all my life. Finest people around. Quasi die Priester reden ihnen ein, dass die alle schlecht sind. Und das Volk ist gespalten. Da komme ich nicht durch. Okay. Schade. Singst du mir auch die Seele weg? Bilder, Getränke. They hanged my shoemaker last week. He must have done something wrong. The temple knows what it's doing. Mhm. Seid ihr euch da wirklich so sicher? Blaue Hexenwurz, okay. Rotkohl. Rotkohl. Grüne Elfenkresse, okay. Hi. Cabbage, carrots and Cabbage, carrots. Er ist ja einsilbig. Okay. I do feel sorry for the elves, really I do. Shh, don't say that out loud. Riesen. Bekanntmachung und die Dikte der Vaterin. Hiermit sei verkündet, dass der Tempel des Schwertvaters den Abenteurer Hanfe Nafe Orgmor sucht, um ihn im Zusammenhang mit Nekromantie und dem Besitz verbotener Texte zu befragen. Jeder, der dienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort besitzt, ist hiermit angewiesen, diese umgehend dem Tempel mitzuteilen. Auf Befehl des Bischofs Henred. Ja, okay, den Kerl mag ich jetzt schon nicht. Here we are. The Guild. Gehen wir gleich rein. Wir schauen uns hier nur noch fertig um. Okay? Already? A new recruit? Ja, hat er. Da kann man auch nichts mehr aufmachen. Turn of a page wound. Werden wir schon noch rausfinden. Dann gehen wir mal rein. There were more folk killed last night. Some great beast, they said.
And again, they blame us for it. What I just saw at Henrod's hanging tree was the last straw. We have to... Did you hear that? The song of the maiden. What does it foretell this time? Arrest the heretics! Burn this den of evil to the ground! This way, hero! Hurry! Rettet mich vor... Ich würde sagen, vor diesem Priester. Möchtet ihr einen eigenen Charakter stellen? Also eigentlich möchte ich einen eigenen machen. Auch wenn die Bardin sicher ganz nett wäre. Aber ich bin gern was anderes als ein Bade. Mhm. Gut, da drüben sind mal die Werte. Was er kann. Magietreibender hat weniger Konstitution, mehr Stärke, mehr Intelligenz. Okay. Feuert einen Bolzen aus reiner Arkanenergie auf einen Gegner. Okay. Blitzangriff. Okay. Der Kämpfer hat mehr Konstitution, dafür gar keine Zauberpunkte und wenig Intelligenz, dafür viel Stärke. Kann schlagen und er kann provozieren. Das heißt, die Akku quasi auf sich. Und der Gauner ist ein Bogenschütze quasi. Recht hohe Konstitution, recht hohe Stärke, keine Zauberpunkte, niedrige Intelligenz. Mhm. Ach, er kann im Schatten. Mhm. Also ich werde ein Magietreibender sein. So, jetzt kommt die Auswahl. Welche Kultur? Der Mensch? Sind klug und sehr gebildet. Ihr haltet auf das Level 13 und 18 jeweils eine zusätzliche Fähigkeit. Mhm. Kräftige untersetzte Bauern und Viehhirten. Klingt jetzt nicht so passend. Diese großen, kräftigen Leute sind bekannt dafür, nachtragend zu sein. Jedes Mal, wenn sie im Kampf getroffen werden, erhalten sie plus 1 Stärke. Das bringt mir jetzt für meinen Kämpfer, meine Magier nicht viel. Beschützen ihre Familie mit allen Mitteln und würden ihr Leben für sie geben, wenn nötig. Einmal pro Schlacht absorbiert ein Pik-Schaden von einem Verbündeten, der ihn sonst umbringen würde. Okay. Fremdlinge können aus den verschiedensten Kulturen stammen, aber eines haben sie gemein. Die Mühen auf dem Weg nach Scarabre haben sie zäh und unerschütterlich gemacht. Sie sind immun gegen Gift, Feuer und Blutungen. Zwerge sind stämmige und sture Leute mit einer fast übernatürlichen Beharrlichkeit. Sie sind dadurch immun gegen Verwurzeln, Betäubung oder jede zwangsweise Bewegung. Elfen sind ein gebildetes Volk mit angeborenen magischen Fähigkeiten. Sie erhalten plus 30 Intelligenz und plus 1 maximalen Zauberpunkt. Throw als geborene Opportunisten enthält die Gruppe Throw eine weitere Gelegenheit, wenn es einen tödlichen Schlag landet. Ich nehme mir natürlich den Elfen. Passt mir am besten. Charakterbild ändern. If you don't, were you born this annoying? Come on. Oh. Why are you being? Why do you even do your worst? Das stimmt. It hurts me. Just if you make me fight, I'll kill you. Genau. Und Name der Spielfigur, die nennen wir jetzt Danu. Also zu den Fertigkeiten. Genau, willkommen im Fertigkeitenbaum. Wenn ihr eine Stufe aufsteckt, erhaltet ihr einen Fertigkeitenpunkt, mit dem ihr eine neue Fertigkeit freischalten könnt. Ich habe mittlerweile schon, also ich habe schon 3 Punkte. Klickt hier, um zwischen den verschiedenen Fertigkeitsbäumen eures Archetyps umzuschalten. Beispielsweise Angriff, Verteidigung und Unterstützung. Euer Fertigkeitenbaum hat 3 Stufen. Um Stufe 2 und 3 freizuschalten, müsst ihr 8 bzw. 16 Fertigkeitspunkte in diesen Baum investieren. Wenn ihr eine Stufe zum ersten Mal freischaltet, müsst ihr zur Gilde der Abenteurer zurück, damit eure Prüfungskommission den Aufstieg gewähren kann. Okay. Okay.
Also nur während ich jetzt hier setze, könnte ich die Fertigkeitspunkte erstatten. Es geht aber nicht, dass ich es komplett zurücksetze. So, was haben wir denn da? Seelenabzapfung. Angriffe mit Zaubern haben eine kritische Chance von 20% plus ein Zauberpunkt beim Anwender wiederherzustellen. Das ist eigentlich gut. Das habe ich schon, genau. Mehr Physical Damage. Stärke. Okay. Was haben wir bei Verteidigung? Anfänger der Zauberkunst praktizieren in leichter, loser Kleidung. Anfänger der Zauberkunst sind obendrein meist pleite, also tragen sie gerne abgelegte Mönchsruhe. Mhm. Diese Fertigkeit lernt man automatisch. Okay. Mhm. Leichte Rüstung gibt am wenigsten Konstitution durch größere Stärke im Vergleich mit mittlerer und schwerer Rüstung. Leichte Rüstung ist die einzige Rüstung, die auf höheren Stufen Zauberpunkte gewährt. Träger leichter Rüstung können sich dank ihrer Stiefel flink auf dem Schlachtfeld bewegen. Mannerroben, das wäre natürlich was Gutes. Mhm. Konstitution kann ich hier leveln. Okay, meditieren. Ja, natürlich, also da. Plus ein Zauberpunkt. Einen Zauberpunkt. Ein Schild, okay. Intelligenz, das heißt, da geht es immer mit Intelligenz, da geht es mit Zauberpunkten weiter. Okay. Spellpoints, das heißt, da gibt es viele Magiepunkte. Mhm. Richtet zwei physische Schaden an. Bewegt euch rückwärts. Das heißt, er schießt und weicht dann aus. Das klingt eigentlich gut. Mehr Stärke ist jetzt nicht das, was ich für den Zauber unbedingt brauche. Die Handwerkskunst. Das kann ich aber schon. Nein, das konnte ich noch nicht. Machen wir wieder rückgängig. Was könnte ich denn da? Machtgebräu, aber es wäre sinnvoll, oder? Mhm. Nehmen wir mal den hier. Zwei Punkte haben wir jetzt noch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Stärke. Verteidigung. Ich würde sagen, wir gehen mal auf... Achso, können wir gar nicht. Wir müssen zuerst die Mana-Roben machen. Und damit hätten wir jetzt keine Punkte mehr. Ich würde sagen, wir machen das mal so fertig. Wir haben eine zerrissene Lehrlingskapuze, eine ramponierte Mönchsrobe und einen aufgeladenen Übungsstab. Mehr haben wir nicht. Also ich krieg einen Zauberpunkt. Durch den Elfen kriege ich was, durch die Seelenzapfung kriege ich was und die Tränke kann ich brauen, okay. Okay, dann sagen wir mal beenden. Yep. Das soll mein erster Charakter sein. Und das war ein bisschen anders bei Bard's Tale, da konnte man sich ja vorher schon die Gruppe zusammenstellen. Jetzt ist es wohl so, dass man so nach und nach Leute findet für die Gruppe. So, für die erste Folge soll es das auch gewesen sein. Ich bin mal gespannt, ob euch das Spiel interessiert. Ich mache wahrscheinlich 3, 4, 5 Folgen. Ich kann es euch noch nicht versprechen. Ich möchte schon noch ein bisschen mehr sehen. Also, ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao und baba.